Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu der Nuzlocke-Challenge. Pokémon Schwarz 2. Ist das irgendwie gut angehört? Keine Ahnung. Das ist so frech, dass ich genau vor dem eigentlich genau aufgehört habe zum Aufnehmen und dann einfach viel später wieder aufnehmen. Also das ist... Das muss ich mal kennen. Das Spiel einfach, wo es so zur Sache geht, dann auf zum Herrn und dann weiter zum Spielen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Kampf ein bisschen schwierig wird gegen das legendäre Kyurem da. Und ich traue mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gegen den Dutto fetzen müssen. Gegen ihn da. Und jetzt ist halt so eine Sache. Es ist ein Eis-Pokémon gewesen, Eis-Troch war es. Also ich weiß nicht, ob es nur Eis war oder nur Troch ist. Aber es wird safe Eis sein. Und Eis hat eine Stahlschwäche. Und mit dieser Stahlschwäche werden wir es probieren mit Auge. Ich glaube, Auge ist der beste Call. Und schauen wir mal, ob das was wird. Also ich von beiden. Ich fürchte mich von beiden. Ich fürchte mich von dem. Und ich fürchte mich vom Getsis. Da hat eine Fähigkeit, strahlt eine knisternde Aura aus. Was ist das für Aura? Ja, wir müssen sowieso probieren. Er kann uns nicht one-shotten, wir haben Robustheit. One-shotten kann uns so oder so nicht. Deswegen machen wir Lichtkanonen und schauen wir, wie viel Damage das wir machen. Er macht den Schlitzer. Okay, das macht aber gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Was macht der Lichtkanone? Ist es Eis? Er ist Eis? Er ist Eis, er ist Eis, er ist... Feuer, oder? Oh mein Gott, ich hab fast gewonnen, hat das Ding. Okay, er hat den Eistyp auf jeden Fall. Hey, boy, und tschüss! Sü! Du dummes Ding! Oh mein Gott, hab ich jetzt auf den Tisch geschluckt? Nein, hab ich nicht. Oh mein Gott, wir haben's. Was passiert jetzt? Ram! Fallen jetzt wieder auseinander? Ist die Fusion Rem? Ram, Rem! Kyurem und Zekrom haben sich getrennt. Getsis, Schreck, lass nach. Ich kann es kaum fassen. Ja, nicht, dass es so schnell gegangen und einfach gegangen ist. Das schwarze Kyurem, meine einzigartige Schöpfung, alles war vergebens. Jetzt muss ich Kyurem von neuem fangen. Es ist geflüchtet einfach. Hey, du niederträchtige Kanaille. Was? Dieses Mal bist du einen Schritt zu weit gegangen. Dieses Mal werde ich Erfolg haben, selbst wenn ich mir dabei die Hände schmutzig machen muss. Ich habe so gewusst, dass ich gegen den kämpfen muss. Und von dem Kampf fürchte ich mich eigentlich richtig. Niemand wird mich aufhalten können. N. Oh, sag gar nichts. Also der Kampf wird nervig, ich weiß jetzt schon. Der wird uns... Der Kampf, meine Lieben. Der Kampf wird 6 Pokémon. Echt na toll. Ich brauche mir schlaue Listen. Ich habe schlaue Listen nie bei der Hand. In keiner einzigen Folge habe ich es bei der Hand. So. Ist es Unlicht oder Geist? Ist es Unlicht oder Geist? Eine Kampfattacke wäre crazy gegen das, wenn es Unlicht ist. Wenn es Geist ist, ist es blöd. Schaut, ich kann es nicht sagen, es schaut einfach mehr nach einem Geist aus. Geist oder Unlichtschwäche? Ich probiere nochmal Lichtkanone. Ich keine Ahnung, was das für Typ ist. Ob das Geist Unlicht ist, ich weiß es leider nicht. Spukball? Was macht Spukball? Ich resistiere Spukball komplett. Das hatte ich in meiner Strategie bereits eingerechnet. Okay. Sehr gut. Dann nochmal das Ding da weg. Hey, der hat so ausgefallene Pokémon schon wieder. Das erste, das wird eine Katastrophe. Branawat.
Branawat. Das schaut aus wie ein Wasser-Pokémon, aber die KI wird ja kein Wasser-Pokémon gegen ein Stahl-Elektro-Pokémon einwechseln. Das würde die KI niemals machen. Ich schwör's euch, es macht eine Bodenattacke. Es macht fix eine Bodenattacke. Hundertprozentig, der trollt so eine. Du Wichser! Eigentlich hätte ich Laubklinge machen, sind wir intelligenter gewesen. Nein, One-Shots! Oh mein Gott! Danke, Whisk! Hey, der hat ein Troll-Team! Ich weiß es jetzt schon, es wird eine Katastrophe, dieser Kampf. Zapplerang. Scheiße. Scheiße. Ich hab Zapplerang bei Purpur und kam. Na, bei. Doch. Bei Purpur und bei Karmesin hab ich's gespielt. Das ist sicher so ein Troll-Pokémon, das ist Elektro und so. Eigentlich. Schauen wir mal, was passiert. Er wird mir doch mit nichts one-shotten, also der kann ja nichts mit dem, was er mir one-shot. Er kann Flammenwurf! Er kann einfach Flammenwurf! Bist du dumm? Es kann. Er hat so ein Troll-Team, ich kann nicht mehr. Pion Draghi. Jetzt ist die Frage, Pflanze oder Giftschwäche? Ist es ein Gift? Tut mir leid, ich muss jetzt googeln. Warte, meine schlaue Liste bleibt. Ich muss jetzt kurz googeln, es tut mir leid. Pion Draghi. Was ist das für ein Typ? Ich möchte nur einen Typ wissen. Gift und Licht. Oh mein Gott, aber das kann eine Bodenattacke lernen. Es wird aber keine Bodenattacke kommen, sondern. Oh mein Gott, was ist das für ein Pokémon? Es kann einfach eine Bodenattacke. Ich hätte jetzt spekuliert auf Augi. Aber es kann eine Bodenattacke und eine Bodenattacke wird mich so aus der Welt schießen. Wo ist meine Liste? Hallo, schlaue Liste. Da ist. Es ist Gift und Licht. Boden, Psycho. Und Unlicht. Wenn ich jetzt auf den Switch gehe. Ich gehe jetzt auf den Switch zum Shimmy. Shimmy haut eine Bodenattacke aus hier. Resistiert die Giftattacke. Ich bin schneller. Aber Stahl hat er. Wenn er eine Bodenattacke macht, kassiere ich. Aber tank ich die Bodenattacke? Ich habe keine Ahnung, wie die Bodenattacke tankt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Er macht eine Käferattacke. Das ist gut. Bollenheim macht Damage. Und ein Erdbeben würde der nicht überleben jetzt, oder? Er macht Erdbeben. One-shottet mich das? Ich bin Boden. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber gepokert. Jetzt habe ich richtig gepokert. Er muss sterben. Es war Volltreffer sogar. Oh mein Gott, der Kumpi kann nicht mehr. Toxiquack. Vorahnung. Toxiquack. Das kann ein Kampfmove, oder? Das kann fix ein Kampfmove. Es wird aber kein Kampf sein, es wird Gift sein. Gift, Flug trifft neutral. Wenn ich jetzt einen Kampfmove mache und ich gehe auf mein
Dracula. Ich gehe auf Dracula. Dann tanke ich den, dann kann ich Akrobatik machen. Wenn ich einen Gift-Move mache, resistiere ich es, weil ich Gift bin. Eigentlich ist Dracula eigentlich gar nicht so ein schlechtes Ding. Jetzt schauen wir, was passiert. Da kommt der Kampf-Move. Sehr gut. Es war sogar voll treffbar. Und ich mache Akrobatik, ich bin sicher schneller. Okay, es hat nicht Gift-Hit, den müsste man eigentlich auch tanken. Sehr gut. Nicht vergiftet und Akrobatik und down. Okay. Er hat ein Drachen-Pokémon. Auf Level 52. Fuck. Jetzt ist vorbei. Jetzt hätte ich mir denkt über Cap auf. Oh mein Gott. Ist Drikefalu nur. Drach? Ich hab einen Eisstrahl. Ich weiß aber nicht. Scheiße. Ich müsste mit einem Voltwechsel einige. Damit dass ich eventuell. Aber das wird schneller sein wie. Scheiße. Ich muss kurz schauen. Es tut mir so leid, dass ich schauen muss, aber ich würde jetzt nicht verlieren. Das wird mich so. Ich würde so rären, wenn ich verlieren darf. Drikefalu. Oh mein Gott. Unlichtdrache. Boah, der Shimmy wäre halt richtig crazy gegen das. Wo ist mein schlaue Listen schon wieder? What the fuck, kurz im Streuer. Unlichtdrache ist er. Unlicht hat eine Kampfschwäche, eine Käferschwäche und eine Fehschwäche. Scheiße, ich bin nicht, dass Unlicht eine Bodenschwäche hat. What the fuck? Glaube ich nicht. Und Drache hat original eine Eisschwäche, ein Drachen und eine Fehlschwäche. Wenn der eine Feuerattacke kann, dann ist vorbei. Ich kann nur mit Auge eine einen Voltwechsel machen. Wenn ich jetzt in Mighty Dome eine wechselt, der tankt keine zwei Hits, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der zwei Hits tankt. Ich muss mit Auge eine. Ich muss jetzt schauen, dass ich ein bisschen mehr wechsle, dass ich einen Eisstrahl rausbringe und der Eisstrahl wird wahrscheinlich nicht einmal one-shotten. Oh, den knirscht den Lebi. Den Lebi easy, das ist gut. Jetzt kann ich Voltwechsel machen. Warum verliert der einige KP? Voltwechsel. Drachenstoß. Oh mein Gott. Wir machen ihm jetzt ein bisschen Damage. Das war richtig wenig Damage. Oh mein Gott. Dann gehen wir auf den Mighty Dome. Und der Mighty Dome, der Eisstrahl muss jetzt ausreichen. Wenn der nicht ausreicht, habe ich ein Problem. Und ich bin sicher nicht schneller. Steinhagel. Er trifft sehr effektiv. Bitte nicht zurückschrecken. Er schrie am Hocksteinhagel, oh mein Gott, du Wichser! Warum, Wasser hat leicht eine Gesteinsschwäche? Warum hat mich Gestein effektiv getroffen? Warum macht das so viel Damage, Alter? Scheiß Jugong, das ist wirklich S, Pokémon. Ich muss es jetzt irgendwie down bringen. Wieder Steinhagel machen oder geht er auf eine Drachenattacke? Kampf, komm bitte, sei schneller! Ohohoho! Oh mein Gott! Er hat zweimal nicht getroffen! Und ich hab mich einfach mit dem Shinobi
Was für ein Kampf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab kein Pokémon verloren. Ich bin davon ausgegangen, ich verliere fix eins. Und nach dem Team, what the fuck? Oh mein Gott, GG! Haha, wir haben noch. Ich glaub's nicht. What the fuck, was für ein Kampf? Jetzt hat man kein Pokémon gekostet, ich glaub's nicht. Wie um alles in der Welt, ich verstehe es genauso wenig wie du. Geht's, ich verstehe es genauso wenig wie du. Ich bin der unbeschritten allmächtige Gründer von Team Plasma. Ich bin der unbezwingbare Herrscher, in dessen Macht es liegt, die Geschicke der Welt zu verändern. Und dennoch habe ich gegen einen dahergelaufenen Trainer verloren. Und das bereits zum zweiten Mal. Ja, du Piss, Alter. Wie ist das nur möglich? Es will mir einfach nicht in den Kopf. Wie konnte ich nur gegen solche minder bemittelten Tölpel verlieren, die nicht einmal imstande sind, Pokémon als das anzusehen, was sie in Wahrheit sind, nämlich willenlose Werkzeuge. Aber der ist so trash, der Typ. Der Typ ist so trash. Dieses Wort kommt mir nur schwer über die Lippen, aber Vater, sieh es doch ein. Pokémon sind mitnichten Willen und seelenlosen Werkzeuge zur Umsetzung deiner wahnwitzigen Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft. Was für ein Sort, Alter! Bei den Pokémon handelt es sich nämlich um unsere treuen Partner, an deren Seite es uns möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen. Ich schwöre es euch, bei dem Kampf gerade bin ich über mich selber hinausgewachsen. GG einfach GG. Einige Menschen haben dies begriffen, warum du bloß nicht. Ich habe das so schnell jetzt gelesen, tut mir leid. Sei still und hüte deine gespaltene Zunge, du falsche Schlange. Oh mein Gott. Du wagst es, dich hier aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Fleisch und Blut. Erspar mir dieses jämmerliche Schauspiel, du scheußerliche Menschgestalt. Was ist der Typ los? Welches die Sprache der Pokémon beherrscht. Du bist kein Mensch, denn Menschen können nicht mit Pokémon sprechen. Pinstrio, Meister Getsis hat klar den Verstand verloren. Nun ist es an uns. Nun? Ohne meinen Vater an seiner Spitze ist es um Team Plasma wohl schlecht bestellt. Auf Wiedersehen. Ja, oh mein Gott, er hat den Zepter gelassen. Im Namen aller möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Hyrim ist wohl auf. Es hat sehr viel Kraft verloren, doch es wird hierher zurückkehren. Wom! Zekrom dankt dir aufrichtig. Und ja, ich kann in der Tat mit Pokémon sprechen. Okay. 2 Jahre sind umvergangen, seit mir Lauro und ein gewisser Trainer etwas Hilfreiches mit auf den Weg gaben. Je mehr Menschen man begegnet, desto mehr unterschiedliche Meinungen hört man. Die eigene Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten ruft gleichsam eine Kettenreaktion hervor, die in meinem Fall dazu geführt hat, dass sich mein Horizont erweitert hat. Erweitere deinen Horizont. Denk out of box. An der Seite unserer treuen Pokémon bestreiten wir Menschen den Pfad des Lebens, der uns zu neuen Horizonten führt. Während es den Pokémon in unserer Gesellschaft möglich ist, ihre ureigenen Kräfte wahrhaftig zur Geltung zu bringen. Dies ist der Wunsch für uns Menschen und die Pokémon, den Zekrom mit mir auf den Weg gegeben hat. Der Tag wird kommen, an welchem Wunsch und Wirklichkeit eins und Menschen wie Pokémon ein für alle Mal von Pokébällen befreit sind. Und du? Hey, crazy eigentlich, dass sie immer darauf hinarbeiten, dass Pokémon sie so anschließen, die ohne Pokébälle. Ist eigentlich crazy, wenn irgendwann eine Edition rauskommen wird, wo du keine Pokémon mehr fangen kannst. Und du? Wonach streben du und deine Pokémon? Begib dich geradewegs zur Pokémon-Liga, um deine Wünsche dort einer Prüfung zu unterziehen. Oh ja, meine Lieben. Er fliegt einfach weg und sagt einfach, oh, wie Flügelschlag. Wie schlecht. Die Plasma-Fregatte hat sich in Luft aufgelöst. Mhm. Ist der Spuk damit vorüber? Ja. Yep. Verstehe, das war's dann also wirklich. Aber sei es drum, die Hauptsache ist doch, dass ihr Kyurem aus den Fängen von Team Plasma gerettet habt. Vor dir muss ich echt meinen Hut ziehen. Ich werde meine Schwester dann mal ihr Felilo zurückgeben. Tja, ich bekomme es zwar immer noch nicht aus seinem Pokéball heraus, aber egal. Und was hast du nun vor? Er hat dir gesagt, du sollst dich mal zur Pokémon-Liga aufmachen? Das ist keine schlechte Idee. Immerhin bist du ja der stärkste Trainer in ganz Einhalt. Geh hinaus und stell deine Stärke unter Beweis. Erinnerst du dich, wo wir uns zum ersten Mal in der Riesengrotte begegnet sind? Folge von dort aus einfach den Weg bis auf Route 23 gelangst.
an deren Ende sich die Siegestraße und im Anschluss darin die Pokémon-Liga befindet. Was? Dies ist der Stab von Getsis, den Getsis mit sich führte. Verlieh er ihm die Kraft, Kyurem zu seiner Marionette zu machen. Und den lassen wir jetzt einfach da. Nimm nur mit. Oh mein Gott. Was für ein Kampf. Hey, ich schwör's euch, wenn bei der Pokémon-Liga die Kämpfe aus werden, dann ist es echt wütend. Wird es echt wütend. Scheiße, Alter. Also da kommen wir nach der Pokémon-Liga nur mehr her. Und dann können wir Kyurem da fangen. What the fuck? Ich muss von oben rein. Hä? Wie komme ich leicht rein? Die ganzen Bäume sind. Weg. AP Plus, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh! Ich will es! Was? Ja, ich will das haben! Alter, wir kriegen da. Scheiße, haben wir da einen Encounter oder nicht? Aber Keifel! Level 44! Haben wir eine Pokémon geheilt? Na, scheiße, Mann. Ich kann Ice Attacken. Stahlresistiert Eis, Wasser. Okay. Bin so ein Idiot. Ich weiß nicht, was für Gebiet das ist, ich bin ehrlich zu euch. Riesengrotte, ich glaube Riesengrotte habe ich schon Pokémon gefangen. Okay, reden wir mal mit ihm. Rubius, oh, ihr seid wohl auf. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Im Plasmaschiff entstieg ein Mann, der seine Kleidung nach zu urteilen ein Wissenschaftler gewesen sein dürfte. Er sagte mir, dass sein Trainer ihm die Antwort auf seine Fragen gegeben habe und er als Zeichen seiner Dankbarkeit Team Plasma auflöse und fortan an der Seite seiner Pokémon auf dem Pfad der Tugend wandeln wolle. Kaum hat er jene Worte ausgesprochen, war auch schon wieder verschwunden. Org? Nun, zumindest scheint somit doch noch alles ein gutes Ende genommen zu haben. Den schließlich konnten wir sogar Gewissheit erlangen, dass es eng gut geht. So, wir brauchen jetzt einen Topschutz. Wer wird da jetzt die Pokébälle einsammeln? Weil ich weiß nicht. Warum kommen wir da rein? Was wird das? Muss so gehen natürlich, klar. Psychoschock habe ich gefunden. Cool, es hört sich doch erst ein bisschen rum zum Laufen. Ich möchte nur wissen, wie geht das leicht? Oh mein Gott! Es war wahrscheinlich, weil es so ein Wackeldings war. Deswegen. So ein Scheiß. Ich weiß, das Pokémon gibt voll viel XP. Das! Wie komme ich da hin? Ich komme da so gar nicht hin. Da kann ich vorbei. Warum kann ich da nicht vorbei? Oder da? Von oben? Von oben oder seitlich? Okay.
Ich komme da irgendwie rüber. Hund! Da gibt's ja keinen anderen Ausweg, oder? Ich verstehe es nicht. Menschen, ich verstehe das nicht. Da kann ich nicht drüber springen. Da kann ich auch nicht. Da muss ich irgendwie anders reinkommen. Ja, sehr gut, dass wir auf jeden Fall Team Plasma auseinandergenommen haben. Mission erfüllt. Jetzt können wir Pokémon-Liga machen. Ich werde mir noch anschauen, was Max-Level in der Pokémon-Liga ist. Und das Level-Cap nehmen wir halt einfach mit. Und werde meine Pokémon darauf trainieren. Komm mit da so eine vielleicht, will doch, gell? Da bin ich wieder ganz woanders. Ein Hypertrank. Ah, okay. Das war's einfach. Lol. Hobby Route 13 ein Pokémon gefangen, wir müssen kurz schauen. Ich glaube schon, ja. Ich möchte gern darüber. Ich möchte da rein, Drachenstiege. Warum komme ich da nicht rein? Warum muss ich zuerst die Pokémon-Liga machen, bevor ich ein Drachen-Pokémon kriege? Ich muss schauen, auf welcher Route ich noch kein Pokémon gefangen habe. Ja. Genau, da ist er rausgegangen. Da brauche ich einen zu schnell da. Warte mal. Ah, ich gehe weiter! Deine Pokémon-Team sieht jetzt angeschlagen aus. Gönn ihm mal eine Pause. Danke, das habe ich gebraucht. Ja, du und deine Pokémon-Team werden das noch weit bringen. Milzer. Ist das auf der Route warm oder nicht? Wir können da Pokémon fangen. Okay, es geht gleich weiter. Dass du dich auf Route 23 aufhältst, kann nur eins bedeuten. Dein Pokémon-Team ist super stark. Super stark würde ich jetzt nicht sagen. Ein Drachen-Pokémon will zum Ende stärker machen. What the fuck? Ich kann jetzt riskieren. Er kann mir sowieso nicht one-shotten. Das ist ziemlich geil mit Voltwechsel. Er kann mir sowieso nicht one-shotten. Immer ja, Voltwechsel. Er macht einen Kampfmove höchstwahrscheinlich. Ich gehe auf Dracula und nehme mir am Comet aus der Welt. Wenn das kein Kampf-Pokémon ist, er hat einen Judo-Anzug. Da scheppert es ganz anders. Und es tut mir einfach gar nichts. Dracula ist so ein geiles Pokémon. Ich mache Akrobatik, bin schneller wie er und tschüss! Chiu Testo. Passt einfach. Und wir haben ein Level dazu gekriegt, das ist extrem wichtig für Dracula. Sehr gut. Jetzt werden die Trainer schon stärker. Wir brauchen keinen Schutz, weil wir fangen da ein Pokémon. Ich kann nicht einfach nicht aus. Oh mein Gott, ich überziehe schon wieder die Folgen. Den Kampf machen wir nun und sind wir fertig. Ja, die Folgen waren crazy. Der Kampf war wild. Er tötet es allen. Das gehört angeschaut. Einfach ein Molga, tschüss. Elektroflug. Und Flug oder brutale Elektroschwäche, Eisschwäche und Gesteinsschwäche. Ich werde aber Lichtkanone spammen, weil da kann man so eigentlich nichts machen. Es ist egal, wenn ich es zuschaue, der kann so an sich nichts machen dagegen. Ladungsschuss ist super.
gell. Der Kampf war... Da habe ich mich selbst übertroffen. Da habe ich gezaubert, gekocht. Let him cook. Apokalyp. Ist es ein Wasser-Pokémon? Was für ein Zufall. Ladungsstoß! GG. Ich glaube, dass ich Augie gar nicht mehr weiter trainieren darf. Ich benutze so viel Augie in der Nuzlocke, aber Augie ist so strong, ich muss nicht benutzen. Ja, bevor der nächste Trainer kommt, bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Kommentiert, liked, die Folgen war crazy. Ja, danke schön, wir sehen uns in der nächsten Folge. Grüß meine Lieben.